Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem spontanen Klartext-Video. Es wird mal wieder Zeit. Und zwar geht es heute um die Aufstiegssymptome, also um die körperlichen und geistigen Phänomene während dieser Zeit des Wandels, während des Übergangs vom alten Zeitalter ins neue Zeitalter. Ich habe schon in ganz vielen Videos dazu gesprochen, werde aber aufgrund meiner aktuellen Videos immer, immer wieder in den Kommentaren gefragt, kann dieses Symptom damit zusammenhängen? Und ich möchte es jetzt mal in diesem Video zusammenfassen. Vielleicht schreibe ich es nochmal zusätzlich in meinen Blogbeitrag zu den Sonnenstürmen und Schumann-Frequenzen, weil es da auch hineingehört. Ich habe ja neulich ein Video dazu gemacht, extra auf Wunsch. Das verlinke ich mal hier oben, weil diese kosmischen und irdischen Schwingungsereignisse, Energieereignisse einen ganz, ganz starken Einfluss auf unseren Körper und unseren Geist haben. Doch es gibt ja noch viel, viel mehr Einflüsse. Zum Beispiel, und das vergessen im Moment die meisten, ich nehme dieses Video im April, Ende April auf 2021, die meisten haben vergessen, wir sind im Frühling. Zu dem Frühling gehört eine Hormonumstellung. Das bedeutet, dass unser Körper vom Winterschlaf auf Aktivität umschaltet. Das geht einher mit vielen hormonellen Veränderungen, mit vielen Umstellungen im Körper, was unter anderem zu mehr Müdigkeit, zu mehr Sachen wie Kotzschwindel, zu Verdauungsproblemen führen kann, weil sich eben halt alles umstellt. Das ist nichts Neues, ihr Lieben. Deshalb ist das ja auch ein Klartextvideo. Ich möchte euch daran erinnern, dass euer Körper immer ein Signalgeber ist für eure Umwelt. Und es gibt eben ganz einfache, ganz natürliche Phänomene wie die Umstellung im Frühjahr. Übrigens gibt es die Umstellung dann auch wieder Herbst-Winter, wenn der Körper sich wieder umstellt. Ein bisschen wie die Sommerzeit, die ich völlig unnötig finde, diese Urumstellung. Aber so ähnlich stellt sich auch unser Körper um. Ja? Wir sind einfach ein ganz komplexer, ein bisschen sogar komplizierter Organismus. Wer aber auf den eigenen Körper hört und sich wertschätzt, gut für sich sorgt, kann enorm viel tun, um eben diesen Phänomenen einfach Raum zu geben, sie anzuerkennen. Zum Beispiel im Frühjahr mit etwas mehr Schlaf. Vielleicht einen Mittagsschlaf oder ein Nachmittagsschläfchen nach der Arbeit. Also damit kann man auch umgehen, ja? Zum Beispiel, und das gilt im Grunde für alle Phänomene, kann man die Ernährung umstellen. Und dann ist es egal, ob da ein Sonnensturm kommt, ob die Schumann-Frequenz der Erde stark pulst, ob eben unser Körper durch verschiedene persönliche Einflüsse, zum Beispiel viel, viel Stress oder Verluste in der Familie, Todesfälle oder Trennungen von Freunden, Partner etc. Wenn unser Körper so extrem gestresst ist, braucht er auch eine ganz andere Hinwendung und äußert einen Gefühlsstrom, ein Gefühlschaos natürlich auch mit speziellen Phänomenen. Ja? Nicht alles ist auf ein einziges Phänomen zurückzuführen. Und über dem Ganzen steht natürlich auch noch diese Kraft, die uns alle jetzt quasi von alt auf neu umstellt. Und zwar, was das gesamte Leben kollektiv aller Menschen auf der Erde betrifft. Deshalb meinte ich auch eingangs diese Aufstiegssymptome. Ihr dürft bitte nie vergessen, wir sind eine Einheit. Im Grunde ist alles eins. Du bist für dich der wichtigste Mensch in deinem Leben, ich für mich. Und dennoch sind wir verbunden mit allem, was existiert. Mit allen Menschen, allen Pflanzen, allen Tieren auf der Erde, mit der Natur, mit der Erde selbst. Wir sind auch verbunden mit dem Kosmos und letztlich ist das alles nur eine große Illusion, ein großes Spiel und wir sind alle eine Einheit, eine göttliche Einheit, die das alles erschafft. Kommen wir aber zu den
natürlichen Phänomenen zurück, weil das für die meisten Menschen einfach viel, viel besser zu verstehen ist als dieses komplexe Gebilde aus Philosophie. Also zurück zu den körperlichen Symptomen. Leichte Symptome, wie zum Beispiel leichter Kopfschmerz, leichter Schwindel, ein bisschen zum Beispiel etwas Übelkeit oder Schlafstörungen, kann man unter anderem mit einem ganz, ganz einfachen Hausmittel wieder in Balance bringen. Ich habe das schon sehr oft erwähnt in vielen meiner Videos, das ionisierte Wasser. Kurz gesagt, abgekochtes Wasser, aber da geht es nicht darum, dass man irgendwelche Bakterien abkocht, wie man das früher musste, weil viele Brunnen einfach verseucht waren und auf der Erde teilweise auch immer noch sind, sondern es geht darum, dass durch das Sprudeln, wenn man dieses Wasser 12 bis 15 Minuten leicht sprudeln lässt, sich die Wasserstoffmoleküle neu verbinden, und zwar so, dass sie Giftstoffe aus den Zellen herausziehen. Giftstoffe entstehen einerseits durch Nahrung, durch Atmen, je nachdem, wo man lebt, aber auch durch Hormonumstellungen, durch Stress werden unsere Zellen vergiftet. Wenn man also dieses ionisierte Wasser, 1 Liter Topf kochen lassen, Thermoskanne und so heiß wie möglich trinken, wie man ja auch einen Tee zwischendurch mal trinkt, Prost. Am besten so innerhalb vielleicht von 1 Stunde, 2 Stunden, wenn man das trinkt. Und wenn es ganz haarig ist, auch mal 2 Liter, vielleicht einer morgen, einer am Nachmittag. Dann wird der Körper richtig entsäuert, entgiftet. Das sorgt dafür, dass das Gehirn wieder klar funktionieren kann, dass unsere Zellen wieder zur Ruhe kommen und dass diese ganzen Erscheinungen, die zum Beispiel auch zu leichten Gelenkschmerzen führen können, wieder gehen können. Dazu kommt, wenn man sowieso generell so viel wie möglich klares Wasser trinkt, am besten entweder aus einer sehr guten Quelle oder gefiltert, bekommt man natürlich überall auch zu kaufen gutes Wasser. Ich selber habe eine Untertischanlage von Mr. Water. Wer da googeln möchte, kann das gerne tun. Ich habe die blanke Anlage mir schon vor 3 Jahren gekauft. Bin sehr zufrieden, hat meinem Körper sehr gut getan. Das heißt, ich kann überall, wo ich bin, das Ding unter die Spüle klemmen und habe aus der Leitung eben super gefiltertes Wasser. So. Und die ist auch nicht so teuer wie manche Wasseranlage, die so gehypt wird, die aber nicht unbedingt immer hält, was sie verspricht. Aber es gibt auch gute, ja, by the way. Okay, also super simple Sachen. Und natürlich, ich habe an meinem Körper gemerkt, allein schon die Umstellung von Allesfresser auf vegetarisch hat meinen Körper um ein Vielfaches geheilt. Ich hatte so viele unterschiedliche Phänomene, ich liste die jetzt nicht mehr alle auf. Und das hat mir extrem geholfen. Dann die Umstellung vor fast 4 Jahren, ja, fast 4 Jahren auf vegane Rohkost, zuckerfrei, war der Burner. Es hat so viel beseitigt, bis auf die Allergie, die mich aktuell im Frühjahr immer noch ein bisschen heimsucht, vor allen Dingen, wenn ganz, ganz viele Blüten gleichzeitig blühen, egal wo ich dann bin auf der Erde, dann ist mein Körper von dem Ansturm der Blüten einfach überfordert, vor allen Dingen, wenn ich mich, wie ich das ja jeden Tag quasi mache, auch mit dem Kollektiv verbinde, in dem ja auch extrem viel los ist. Aber ich bin halt ein Leuchtturm, ich stelle mich zur Verfügung, um das auch zu katalysieren, um euch auf der Spur zu halten, dass ihr nicht umkippt und ja, sagt, ich mag nicht mehr. Dafür bin ich ja da. Das ist, gehört sozusagen zu meinem Berufsbild dazu. Das nehme ich auch gerne in Kauf. Also habe ich mich entschieden, so gut ich kann, ernähre ich mich so gesund, so pur, so rein, so frisch wie möglich. Deshalb habe ich auch meinen Garten und baue auch so viel wie möglich selber an. Was für mich extrem wichtig ist, dass die Menschen auch leider immer wieder vergessen. Egal, welche Aufstiegssymptome man hat, unser Körper ist ein Bewegungsapparat. Wenn man nur zu Hause sitzt, sich mit irgendwelchen negativen Nachrichten vollstopft, und man kann sich übrigens auch mit positiven Nachrichten übersättigen.
Das vergessen auch viele. Das habe ich vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt. Ja, wenn wir zu viele Informationen, egal welcher Art, in uns hineinstopfen, ist auch nicht gut. Also, Maß halten, Balance wahren. Ja? Man kann auch diese Work-Life-Balance, die in den Medien ja so gehypt wird, dieses Neudeutsch, also diese Balance zwischen Arbeit, Entspannung, Wohlfühlen, menschlichem Austausch, die gilt auch für spirituelle Entwicklung. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr euch zwingt, jeden Tag massiv viele Lernvideos anzuschauen und noch eine Ausbildung und noch ein Workshop und noch ein Webinar. Es geht darum, dass ihr gezielt schaut, was gerade dran ist. Intuition gilt immer. Also Aufstiegssymptome sind die Phänomene, die auch für unseren ganz natürlichen Kreislauf gelten. Ja? Frühjahr, Herbstumstellung, kosmische Ereignisse, irdische Ereignisse. Im Moment gibt es zum Beispiel auch ganz viele Erdbeben und Vulkanausbrüche. Davon habe ich auch in meinem Video zu diesen Phänomenen gesprochen. Wenn kosmisch viel los ist, wenn viel Energie, vor allen Dingen seitens unserer Sonne, auf die Erde prasselt, dann bewegen sich die tektonischen Platten. Und das spüren Hochsensible auch sehr stark. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, man kann sich auch verrückt machen, sollte man auch nicht. Wie gesagt, Balance wahren. Aber wenn man so gar nicht weiß, was los ist, dazu mache ich meine aktuellen Energievideos, ein bis zweimal pro Woche mittlerweile, um euch da auf dem Laufenden zu halten, was ist denn da gerade los? Und dann könnt ihr euch entspannen und sagen, okay, es ist normal, dass ich jetzt nicht schlafen kann, es ist normal, dass ich gerade so ich nenne das immer Schneekugeleffekt im Kopf habe. Das war früher immer mein Begriff, wenn ihr mal meine älteren Videos anschaut. Ich habe ja über 700 mittlerweile gemacht, weil ich jetzt schon seit über 10 Jahren meinen YouTube-Kanal habe. Und da rede ich ganz oft von diesem Schneekugeleffekt. Das ist der Effekt, wenn im Kopf einfach Chaos ist, weil das Gehirn durch die verschiedenen Einflüsse eben durcheinander gebracht wird. Wir bestehen aus Strom. Unser Blut strömt, unser Herz pulsiert, damit es durch den Körper gepumpt werden kann, unser Blut. Und das erzeugt auch nicht nur einen Blutfluss, sondern auch einen Energiefluss, den man wie Strom aus der Steckdose in der Wohnung messen kann. Das sieht man auf einem EEG, einem EKG, EEG besonders, also wenn die Gehirnwellen gemessen werden. Und deshalb sagen die Mediziner, wenn das Gehirn tot ist, der Strom aus ist, sind wir einfach tot, wenn kein Strom mehr fließt. So, Stromleitungen sind, wie zum Beispiel auch Internetleitungen, sehr anfällig. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die Wissenschaftler und die Techniker, Ingenieure es schaffen, dass wir trotzdem Internet haben, dass wir trotzdem immer Strom haben, ja, denn wenn zum Beispiel ein Sonnensturm auf die Erde prallt, werden auch die Umspannwerke, die Strom erzeugen, davon betroffen und wir haben trotzdem meistens Strom. Ja, auf Mallorca nicht immer, aber das ist so typisch Insel. Also, diese ganzen körperlichen Phänomene, ich zähle sie nochmal auf: leichter Schwindel, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Verdauungsprobleme, Watte im Kopf, Brain Fog, wie die Amerikaner dazu sagen. Auch mal Herzbeschwerden, sprich zum Beispiel Herzrasen, dass der Blutdruck spinnt, zu hoch, zu niedrig. Das sind alles Phänomene, die natürlichen Prozessen folgen. Aufstieg bedeutet, dass wir immer lichter und leichter werden. Deshalb spreche ich ganz oft davon, durchlichte dich, werde durchlässig, werde weich, spreng die Ketten ab, spreng deine Fesseln ab, damit du flexibel und spontan bist, damit du mit dem Flow gehen kannst. Gerade im letzten Jahr habe ich immer wieder gesagt, es gibt so regelrechte Energiewellen, die über die Erde schwappen.
Das kann man vergleichen mit einer Welle im Meer, wenn man am Strand steht. Die meisten haben irgendwann mal an einem Strand gestanden und es kommt eine Welle. Ja? Strand, ich stehe da, die Welle kommt. Wenn ich ein bisschen ins Wasser gehe und die Welle trifft auf mich drauf und ich stehe steif da, dann kann sie mich umhauen. Wenn ich aber die Welle sehe und mich dann ins Wasser gleiten lasse und über den Wellenkamm reite, also wirklich mich mitströmen lasse, ist es nicht so stark. Je nach Höhe der Welle kann das ein bisschen durcheinander wirbeln. Und ich würde niemandem empfehlen, der nicht gut schwimmen und lange Luft anhalten kann, sich sehr hohen Wellen entgegenzustellen. Aber man kann ja dann auch weggehen vom Wasser. Und wir können rausgehen aus der starken Welle, indem wir gut für uns sorgen, indem wir uns entspannen, indem wir uns dem Strom hingeben und sagen, okay, es ist jetzt mal einen Tag, ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Tage etwas intensiver. Zum Beispiel auch bei Portaltagen, also an hochenergetischen Tagen. Dennoch bringen diese Tage, diese Symptome auch sehr viel Gutes. Und wenn wir uns dann darauf konzentrieren, dass zum Beispiel an solchen Tagen, wo sich unser Körper im Chaos fühlt, auch viel Gutes in uns geschieht, nämlich dass alte Schatten weggeströmt werden, ja, dass wir das auch bewusst machen können, sagen, okay, jetzt kommt halt zum Beispiel ein Sonnensturm, es ist kein Portaltag, es ist ein Supermond, wie er jetzt in den nächsten Tagen wieder sein wird, dann nutze ich diese Energie, um zum Beispiel alte Muster loszulassen, mich zu lösen von diesen alten Strukturen und mich in das Neue zu bewegen. Ich lasse mich von der Welle hochtragen, leicht machen. Ich lasse meinen Ballast los. Ich kümmere mich um meinen Kopf. Und da möchte ich mal wieder nach langer Zeit auf meine beiden Videos verweisen zum Thema Glaubenssätze. Also wenn du noch in dir Glaubensstrukturen hast, wie zum Beispiel, das schaffe ich nicht, ich bin da viel zu sensibel für und ich bin viel zu schwach, ich bin zu dumm, was auch immer. Das sind alles schwer machende, harte, alte Strukturen. Brauchen wir nicht mehr. Und deshalb schau dir mal das Video an. Das ist ein Video in zwei Teilen. Da erkläre ich, wie du mit den Powerfragen dein Gehirn, aber auch damit dein ganzes System von diesen alten, klebrigen, boah, strengen Strukturen freisprengen kannst. Das wirkt Wunder. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe es an mir erlebt, an vielen meiner Coaching-Kunden und Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern. Es ist fantastisch. Wenn wir uns also insgesamt, um jetzt mal so ein Fazit zu machen, diesen ganzen Phänomenen mit Liebe zuwenden, also wenn ich Watte im Kopf habe, schiebe ich alles beiseite, worauf ich mich extrem konzentrieren muss. Ich sage Sachen ab, ich mache neue Termine, ich verkrümel mich in mein Atelier oder gehe in den Garten, gehe eine Runde walken, weil das viel besser für mich ist. Ich kann dann super malen, aber ich kann nicht gut channeln. Und das sind alles so Dinge, da weiß ich mit umzugehen. Ja? Und ich mache mir so eine Portion ionisiertes Wasser. Ich trinke 1 Liter klares Wasser, wenn ich keine Lust habe, Wasser zu kochen. Ich sorge dafür, dass ich so wenig Müll wie möglich esse. Kommt in meinem Leben aber auch so gut wie gar nicht mehr vor. Ja? Alte Gewohnheiten, das ist auch so ein Ding bei Aufstiegssymptomen oder bei diesen ganzen Phänomenen. Man rutscht schnell in alte Gewohnheiten zurück. Darüber habe ich auch schon so oft gesprochen. Sich dann zu beobachten und zu sehen, muss ich die Tüte Chips jetzt essen oder esse ich lieber eine Banane, eine Papaya oder ein Knäckebrot? Du bestimmst dein Leben. Du hast die Wahl. Du hast den freien Willen, du entscheidest. Und ganz tief in deinem Innern weißt du ganz genau, was zu tun ist. Ob das ein Mittagsschlaf ist, ob das ein
liebevolles Gespräch mit einem netten Menschen ist, ob es einfach mal in den Arm nehmen ist, Herz ausschütten oder malen oder wild tanzen, schreien, whatever. Sorge gut für dich und hör auf zu jammern. Jammern hilft nicht, jammern bringt nicht weiter. Dazu habe ich auch schon einige Klartext-Videos gemacht. Ich werde euch unten wieder alles Mögliche verlinken zum Aufbau, zu motivieren. Meditation ist so wichtig. Aber das vergesse ich jetzt schon mittlerweile, weil es für mich so absolut dazugehört. Ohne Meditation in die Mitte kommen, wird das nichts mit dem Aufstieg. Also, ob du eine geführte Meditation machst, ich habe zig Meditationen in meiner Playlist, die du dir einfach anhören kannst. Ob du selber in der Natur, zu Hause, in deine Mitte schaust, deinen Körper fühlst. Ob du einfach nur Musik hörst und dich entspannst. Es gibt so eine große Vielfalt. Wichtig ist, dass du auf dich hörst, auf dein Herz, auch auf deinen Verstand. Der hat auch tolle Ideen, aber zusammen sind die ein super Team. Plus Bauchgefühl, Intuition und dann bist du auf deinem richtigen Weg. Ich hoffe, ich konnte dir mal so wieder ein bisschen Schwung geben, dass du eben weißt, dass so viel im Körper passiert. Aber nicht alles ist schlimm. Es ist natürlich, weil du Mensch bist. Und das hast du dir so ausgesucht. Also genieße es. Ganz viel Liebe zu dir und ganz viel Freude an deinem kostbaren Leben. Deine Sonja Ariel. Wir sehen uns. Ciao.